MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League. Immer noch Solo Queue 3 gegen 3. Solo Queue 1 gegen 1 wäre natürlich auch gut. Wir wurden letztes Mal eingewankt. Silber 3. Ob man dafür ist, weiß ich nicht. Aber immerhin haben wir so die Chance, hoch zu ranken. Gucken, wie hoch wir kommen. Und die Block von hier. Schon langsam. Gefühlt ist man hier in dieser Silberliga, aber auch von besseren Spielern als in der Goldliga vorhanden. Zumindest was ich in Team 3 gegen 3 und 2 gegen 2 mitbekommen habe, fand ich die Silberspiele viel schwerer als die Goldspiele, die wir jetzt haben. Da sind wir auch relativ niedrig reingehängt. Eingedrängt. Wow. Schlecht geklärt. Noch schlechter gemacht, aber von ihm. Oh lol, ich fahr runter. Und ich spring drüber. Maximal gut gerade hier bei mir, von mir. Aber ich habe meinen Job getan, ich habe das erste Tor geschossen. Alles was zählt. Team in Führung gebracht. Und dann noch von denen. Man hätte natürlich jetzt da vorne die Tore machen können, allerdings er ist halt gegen den Ball gesprungen, da blockt die Sachen. Ich hätte einen Flachspiel sehen. Witzig wäre ich da gewesen. Jedes Mal geht das in unsere Richtung los. Wenn man da so einen Pressschlag mit dem Gegner macht. Weiß auch nicht. Das ist ein Problem bei diesem Shit. Bei diesem Solo-Queue oder das generelle Problem, wenn man mit Randoms spielt. Man hat keine großartige Absprache. Was die Reihenfolge angeht, wer fliegt, wer fährt, sonst was. Und dann hat man oftmals keinen Pimpen oder zwei Leute, die an den Ball fliegen. Ich frag mich, wie er den so blocken kann, dass der so fliegt. Da verstehe ich die Spiel einfach nicht. Warte. Oh, der war ein bisschen schlecht. Ist ein knappes Spiel allerdings hier gerade. Also
gefühlt eigentlich nicht mal so arg. Den habe ich eigentlich schon mehr oder weniger geschrieben, dass er dahin geht. Das war dann natürlich Fehler von den Jungs in Orange, da auch halt die Absprache, wer zum Ball fliegt, nicht vorhanden. Man den halt einfach nur noch machen. Nicht schlecht. Kann einfach mal komplett hinten ins Tor rein. Aber das sollte im Normalfall der Win sein, wenn wir den mal kurz halten. Aber das ist ja kein Problem. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!